Klick. Schutzschildmagier. Hey, Zera, seh dir die Magier an. Als ob sie in einer riesigen Blase sind. Blase? Das ist ein magischer Schild. Kannst du das nicht sehen? Er wirft Projektile zurück. Nee. Also kann ich sie nicht aus Entfernung angreifen. Scheiße, die sind zu hoch. Ich kann sie nicht erreichen, um ihnen die Fresse einzuschlagen. Ihre Schilde halten nur eine begrenzte Zeit. Gut. Wenn ich warte, werden ihre Timer ablaufen und die Schilde verschwinden. Würde es dir etwas ausmachen, wenigstens einmal den Kopf zu benutzen? Sobald die Schilde ablaufen, werden sie neue erschaffen. Was nun? Was kann ich tun? Finde einen Weg, die Magier handlungsunfähig zu machen, sodass sie keine neuen Schilde erschaffen können. Nur dann werden sie ohne Schutz gegen den Angriff sein. Also Schlafzauber, will er mir sagen. Oder ich gehe einfach. Oh. Ich gehe nur nicht sehr weit. Ich will nur kurz was testen. Okay. Ja. Definitiv zurückwerfen von Projektilen. Ich habe aber gar keinen Schlafzauber mehr. Das habe ich fair skilled. I. C. Was war das? Veränderung? Ich glaube ja. Zauber. Spruch des Schlafens. Mental Stufe 1. Oh, den kann ich sogar. Nee. Okay, mental. Mental. Machen wir jetzt einfach so F. 5. 4. Ich hoffe mal, der Magier schläft jetzt und nicht irgendeins von den Skeletten. Jo, so. Nein, 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 ich will auf den da unten schießen. So. Der Magier ist schon tot, ne? Ja, ich glaube schon. So, stirbt trotzdem. Okay, der andere Magier schläft auch schon. Ah! Nicht komische Lichtblitze. 3. Ja, der andere Magier schläft auch schon. Nur seine Blase ist noch nicht abgelaufen. So. Okay. Der da oben. Schlafzauber 4. Warten. Füße stillhalten. Nicht wie wild auf irgendwas rumballern, dass sie denn selber ins Gesicht zurückfliegt. Menno. Genau, ich kann euch verprügeln. Kommt mal her. So. Ting. Ting. So. So, dich drücken. Dich drücken. Da hochlaufen, weil wir alle Fackeln anzünden müssen. Mhm. Yeah. Ich mag euch nicht. Das heißt, ich muss jetzt durchgehend die Skelette auch noch töten. Und die Magier schießt natürlich auch noch. Und überhaupt. Warum nicht? Das. So. Tod. 5. Au. Okay, du kannst auch noch herkommen. So. F5. Schlafzauber auf. So, wo ist der. Der könnte es sein. Schlafen? Geht nicht, hatte schon. Ich würde gerne den Magier oben da. Genau, schlafen. Stirb, stirb. F1, 3, schießen. Oh, der hat wieder eine Blase. Warum hast du eine Blase? Du schläfst. Okay.
Okay, so. So. Jo. Schon. So, der ist kaputt, glaube ich. Nein. Nein, 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 nein. Schlafen. Das ist nicht schlafen, das ist nicht. Nee. Schlafen. 4. So, den da oben anwählen. Und töten. Okay, jetzt geduldig sein und auf den Magier warten. Was ist ein Heckmeck hier? Lebenspunkte sehen gut aus. Jetzt. Okay, weiter zurück. Kaputt, 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 kaputt. Magier kaputt, sehr schön. Das gleiche Spiel jetzt nochmal von der linken Seite aus. So. Wahrscheinlich hätte ich eh hier anfangen sollen, ne? F5, 4. Oh, das war mal praktisch. Weiter zurück. Zack, 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 zack. Oh, oh, oh. Komm, komm. Tick ihn tot, tick ihn tot. F5, 4. 4. F1, warten. Da oben ist ein Gate. Sehr schön. Oh, das könnte schon das Ende sein. Wenn das, das ist das letzte Gate. Das führt bestimmt zu Hanagon. Komm schon, beeil dich, bevor das doofe Ding wieder aufwacht. So. Keule, alle Skelette umbringen, wenn sie denn mal runterkommen würden. Damen und Herren. Zack, 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 zack. So, Jungs, runter hier. Du auch noch. Jo, sehr schön. Okay. Also darf ich nicht zu dem Bowser-Gate laufen, hm? Nö, wäre ja auch viel zu einfach. Den Schalter da oben kann ich gar nicht drücken, okay. Also wir haben Eismagier, den kann ich einfach rushen. Wir haben Feuermagier, die ist einfach nur nervig. Wir haben oben die ich einschläfern muss und mir dafür vorher die Tasten verkrampfen wegen F5. Warte mal, ich mach mal einfach den Zauber jetzt auf den Zauber, du Schnelltaste 0. So. Was zuerst? Zuerst muss der da unten sterben. Ja, das kann ich ruhig brennen machen. Oh, nicht vereisen. So, der ist kaputt. Das ist schon mal gut. Gegenheilen. Ah, noch ein bisschen brennen. Kleine Heilung gegen an. Guti. Nächster Schritt. Ich glaube, die Feuermagier ausschalten. Dann habe ich diese ganzen nervigen Flammengeister nicht mehr rumschwirren. Oh, ein Dieb. So. Okay. Das war Nummer 1. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Komm, 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 komm. Ihr könnt jetzt ruhig mal despawnen. Was soll aber das? Oh. Yeah. Ich würde gern weg. Ah, die können klettern. Ich will nicht zurück teleportieren. Das dauert wieder Ewigkeiten hinzukommen. Also 4. Töten. Töten. Töten, töten. So. Also, selber Plan wie eben. Nur mit weniger Feuergeistern im Raum. Wir machen hier unten frei.
was mit einer Keule wahrscheinlich wesentlich einfacher wäre. Oh. Fünf. So. Jetzt müssen wir dich da töten. Warum bist du runtergesprungen? Du bist ein komischer Magier. Eins. Oh. So, du bist tot. Keule raus. Euch enttöten. Komm, 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 komm. So. Heilung. So. Und jetzt das Einschläferspielchen. Du doofer Dieb, du kriegst das nicht. Was zur Hölle? Du hast nicht mehr versucht, das zu klauen. Okay. So, ich hätte gern dich als Ziel mit 0. Und warte. Wir haben nur noch 89 Pfeile. Also einen Bosskampf können wir uns auf gar keinen Fall leisten. Aber ich will jetzt ja eh nur zum Bowser Gate. Dann endlich mal wieder abspeichern, einkaufen gehen und dann können wir weiter gucken. So, er ist tot. Eingeschlafen. Gleich ist er tot. So. Und ich schieße jetzt auch einfach kaputt. So, andere Seite laufen. So. Einschläfern. Warten. Also ich kann jetzt schon ein bisschen schießen, weil die Skelette eh getroffen werden, oder? Ja. Ting, ting, ting. Jetzt kann ich ihn kaputt machen. Und dann müssten wir eigentlich Zugang zum Gate haben. Irgendwie. Nein. Oh, okay. Das war knapp. Ja, nee. Das lasse ich jetzt mal so. Ich will da nicht rüberspringen. So. Das ist aufregend. Wir sind nahe, oder? Wir sind fast da. Wie ist Hanakon? Ist der groß? Ich weiß nicht. Ich habe ihn nie in Person gesehen. Nein. Woher weißt du denn, dass er so mächtig und unzerstörbar ist? Erinnere dich, ich habe andere Sinne. Nee. Ah, okay. Hör zu. Bald wird all dies vorbei sein. Wenn er mich tötet, möchte ich, dass du weißt, dass du eine großartige Begleitung warst. Verstehst du? Es ist auch mein Wunsch, dir etwas zu sagen. Du warst die seltsamste Kreatur, die ich je getroffen habe. Und die einzigste, die mir ihre Freundschaft angeboten hat. Licht im Magierturm. So. Speichern. Okay, wir haben gespeichert. Das heißt, jetzt gibt es erstmal einen kleinen Cut. Und dann geht's einkaufen, würde ich sagen. Und zwar grüne Essenzen, magische Pfeile und eventuell irgendwas an Trinken. Und dann gucken wir uns Hanakon an. Also bis gleich.